Hallo, ich bin das im TexWookie und ich zeige euch den zweiten Erfolg von Metro Redux. Das ist Cowboy, das gibt 15 Gamescore-Punkte. Ja, ihr müsst einfach 100 Kills machen mit einem Revolver. Es ist egal, ob das der Umbau vom Revolver ist, der normale, Patronen, ist eigentlich egal. Einfach mit dem Revolver so lange spielen, 100 Kills machen und dann kriegt ihr den Erfolg. Das Spiel gab es ja schon für die 360 und da habe ich es auch schon gespielt. Ich finde es ganz gut, dass es mit neuer Auflage HD für die One auch gibt. Und ja, ich spiele hauptsächlich viele Gamescore-Punkte und dann, wenn man Spiele auf der One hat, die was es auf der 360 schon gab, da gibt es Punkte einfach nochmal. Das ist ganz praktisch, da kann man eigentlich recht schnell Gamescore-Punkte machen. Und ich komme eigentlich an die Spiele ganz günstig hin, so dass es sich lohnt für mich, also die Spiele zweimal zu spielen. Revolver finde ich ja von den ganzen Waffen eine der präzisesten, so mit Schalldämpfer und dem Rohpunkt ist die ganz gut, die ist verlässlich, die trifft ganz gut. Eigentlich die liebste Waffe, was ich noch gern spiele, ist die aufgemotzte Schrot, die ist auch nicht schlecht. Dann, was gibt es noch? Später kommt noch der Van Helsing, kommt noch, wo man mit der Druckluft und dem Pfeilen schießen kann, die ist auch nicht schlecht. Bisschen blöd gemacht, dass es für einzelne Kampagnen oder Kapitel Abschluss, dass es da keine Erfolge gibt. Wirklich muss man ganz ganz gezielt Folge schauen und das machen, was da steht. Es sind viele Waffenerfolge wie Revolver, so und so viel Kills, Schrot, so und so viel Kills. Und jetzt müsste eigentlich gleich kommen, noch ein, zwei Gegner. Wenn ich treffen würde, ah, drück! Da ist er. 100 Kills, Cowboy, 15 Gamescore-Punkte. Das geht ganz schnell. Jetzt habe ich 230.000 oder so habe ich jetzt. Das geht ganz gut.